Hey Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Minivaro. Ich nehme gerade um 7 Uhr morgens auf, weil ich ja Praktikum habe. Ja, es ist etwas ungewöhnlich, aber ich finde es cool, dass man auch mal morgens zocken kann, weil halt so viele nicht auf den Servern sind. Hat auch sowohl positive als auch negative Seiten. Aber ich finde es ganz cool. Ja, hätte ich jetzt noch eine halbe Stunde länger Mittagspause, wäre ich noch nach Hause gefahren. Ja, kommt die jetzt süchtig rüber, dann hätte ich auch noch mal zocken können, weil es ist alles so ungewöhnliche Zeiten, wo da nicht so viele online sind und das ist immer ganz cool. Aber gut, morgens zu zocken ist ja auch erstmal ganz nett und ich würde sagen, gehen wir auf den Server. Ja, weil abends kann ich schlecht zocken, weil ich dann noch etwas müde bin und wir haben wieder 30 Minuten. Ich glaube, ich werde aber nicht ganz 30 Minuten machen, beziehungsweise schaffen. Ja, weil ich halt auch noch Sachen machen muss, ist klar. Weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde mache, dann ist es 7:30. Ja, okay, ich könnte es wahrscheinlich schon schaffen. Dann habe ich noch 1,5 Stunden, mich fertig zu machen. Ja, könnte ich es wahrscheinlich schon schaffen, aber okay. Egal. Ich werde mir überlegen, wie lange ich mache. Erstmal gucken wir hier rein. Und hier ist nichts Sinnvolles. Dann gucken wir mal. Hier ist alles raus. Dann muss ich nur noch das brennen. Und wir wollten hier noch ein paar Sachen verzaubern. Schutz 1 haben wir da. Dann wollten wir noch das verzaubern, glaube ich. Was wollten wir noch machen? Ich glaube, wir wollten das noch auf Random verzaubern. Aber ich sehe gerade, wo ist mein Verzauberungstisch? Hier war jemand und hat meinen Verzauberungstisch geklaut. GG und mein Amboss auch. Amboss auch. Muss ich mir jetzt erstmal einen neuen Amboss machen oder wie? Ich habe immerhin genug Eisen, aber scheiße. Und Obsidian farmen muss ich auch noch. GG. Also schon eine asoziale Nummer gerade, aber gut. Oh, ich habe hier vergessen, einen hinzusetzen. So. Drei. Wie werden die jetzt aufgestellt? Dazu bin ich ein bisschen zu dumm. Ich glaube, so oder so. Ich bin gerade ein bisschen zu dumm, die aufzustellen. Sekunde. War schon ein bisschen asozial, dass die jetzt hier einfach meinen Verzauberungstisch geklaut haben. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Amboss Craft. So, sagt es doch gleich, dass man mehr dafür braucht. Okay, ich understande. Okay. Ja, meine Truhe haben sie jetzt nicht genommen, aber ich finde es gerade echt ein bisschen asozial, muss ich sagen. Oh, da ist es. Ich bin gerade mega verpeilt. Also schon nicht gerade sehr nett. Aber okay, dir bitte, bleib bei mir. Eisenerz, das. Ja, dann würde ich sagen, kennzeichnen wir hier noch eben mit einem Holzstück, dass es hier reingeht, keine Ahnung. Dort können wir noch mal ein bisschen Kobbel draufpacken, nur dass ich von einer Entfernung weiß, dass es hier reingeht. Ich mache jetzt einfach mal ein Kreuz. So, dass der Tod, wer reingeht, muss sterben. Aber ich finde es halt extrem scheiße. Jetzt muss ich mir einen neuen Verzauberungstisch machen und muss jetzt mal gucken, was ich dafür brauche, weil ich mega verpeilt in solchen Sachen bin und gar nicht weiß, wie man das macht. So. Also man braucht Obsidian 2 Dias. Oh Mann, Leute. Ihr seid echt scheiße. Jetzt muss ich nochmal Dias suchen gehen, um die Scheiße zu verzaubern. Es wäre extrem unklug, meinen Verzauberungstisch da einfach liegen zu lassen. Oh, ich habe keinen Bock. Aber wir haben ja immer einen Wassereimer und können dann schön Obsidian schon mal farmen. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Dia. Sind dann fertig mit der ganzen Geschichte. Und dann müssen wir auch am Ende dieser Folge hier weg, weil es könnte doch sein, dass die anderen hier auf uns warten.
Übrigens haben die gesagt, Varo-Finale ist an meinem Geburtstag. Ist natürlich perfekt. Entweder ich muss mich wirklich mega, mega hinhalten und dann versuchen, das Ganze wirklich an meinem Geburtstag zu machen. Scheiße, ich hab Dings gemacht, ich Idiot. Wo ist denn Lavasee? Vor allem, wie macht man Obsidian dann? Ich bin echt manchmal unfähig. Also die Enderperlen könnten wir wirklich gut für den Kampf gebrauchen. Und Schärfe 3 ist auch eigentlich ganz nice. Wir bräuchten jetzt halt nur ja, Obsidian. Und ich bin gerade ein bisschen unfähig, zu unfähig dazu, das zu machen. Aber hier ist Obsidian. Perfekt. Ja, so meine ich das doch. Nicht mit Stein. Ich weiß, wahrscheinlich muss man es im Lavasee machen. So. Scheiß. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ich wusste, dass die Lava kommt. Deswegen habe ich mich auch gerade ein bisschen erschrocken. Aber ich habe ja einen Eimer theoretisch zum Löschen dabei, wenn ich ihn nicht gerade weggenommen habe. So. Ah, habe ich immer einen Eimer zum Löschen dabei. Ich werde es auch nicht so machen, dass ich direkt runterfalle. Wie gerade. Ah, GG. So. Wahrscheinlich kommt jetzt hier die Lava hin, raus, aber egal. Ich wusste es. Als ob hier überall Lava ist. Ich fühle mich verarscht. Wir brauchen drei Obsidian oder vier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Suche noch mal kurz. Oh Leute, ich bin echt ein bisschen verplant, vor allem am Morgen, weil ich ja jetzt auch schon gerade aufgestanden bin. So, wir brauchen genau vier Stück und zwei Dias. Zwei haben wir schon mal. Der Nachteil ist gerade, dass wir unseren Wasserheimer verloren haben, aber den können wir uns gleich ganz easy peasy wiederholen. Sitzt ein bisschen dumm dafür, aber okay. Der Diake dauert es trotzdem noch lange. Man kann es ja auch nur mit Diake, glaube ich, abbauen. So, mal gucken, ob hier drunter Nias sind. Ach, Lava sind. Sonst. Ja. Wir brauchen im Prinzip nur einen einzigen Dia. Also wir hätten uns echt noch nicht das Schwert machen dürfen. Oder eine von der Rüstungsteilen. Sonst hätten wir jetzt noch einen Dia übrig. Aber man kann ja nicht wissen, dass sie uns den Tisch stehlen einfach. Aber wir sind ja jetzt schon, wir haben jetzt schon vier Obsidianen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, nur einen einzigen Dia. Und dann haben wir das Ding schon wieder. Und können dann wieder Sachen verzaubern. Wir brauchen ja so oder so noch Level. Also entweder wir müssen jetzt ein bisschen Dias farmen, was ich auf jeden Fall auch muss. Und wir sind auch auf der passenden Höhe dazu. Ja. So, da bin ich wieder ein ganz kurzer Cut. Ja. Wir brauchen jetzt halt nur diese eine scheiß Dia. Oh, wir können es ja noch nicht bewegen. Und dann haben wir das wieder. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ja. So, beeil dich. Zack. Okay. Ja, wir müssten hier theoretisch strippen rein. Vielleicht bekommen wir dann das Ding. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ja, oh, da hab ich gesagt, dass wir jetzt auf Höhe 4 sind und hier der Bedrock ist. Ja, oh, das habe ich. Lava. Okay, tschüss, bis dann.
Als ob. Also wir müssten dann sogar noch ein bisschen höher und dort strip mine. Deswegen folge ich einfach mal diesem Weg. Vielleicht sind hier ja noch Dias, was ich nicht glaube, weil der ein bisschen zu hoch ist, glaube ich, oder? Ja, bei 26. Oder wir strip mine hier und gehen dann immer weiter runter. Ja, wir brauchen unbedingt noch diese Dias. Einmal Dias. Und ich bin zufrieden. Ja, übrigens kann es sein, dass ich öfters mal cutte. Aber das ist ja, denke ich mal, nicht so schlimm. Höhe 11. Eigentlich schon die perfekte Höhe jetzt. Wir müssten sogar eigentlich noch wieder ein bisschen höher. Höhe 11 jetzt immer noch. Jetzt sind wir Höhe 13, okay. Und hier bleibe ich jetzt erstmal und gucke, dass wir Dias endlich mal finden. Oh Mann. Manche haben schon zwei Kills. Endlich mal Dias, bitte. Ich weiß es ja noch nicht mal als Kohle. Ich nehme dann immer nur den Schrottkabel mit. Hier so ein bisschen davon. Und hier ist ein Lava. Theoretisch gibt es hier wieder ein gutes Zeichen, dass hier Dias sind. Lapis ist ganz gut, wenn wir endlich unseren Verzauberungstisch wieder haben. Und davon noch recht viel Lapis. Oh ja, das ist gut. Hier ist nichts mehr. Oh, ich wollte da schon reinlaufen. Aber hier geht es sogar noch weiter. Also wir müssen uns hier nur herbauen, weil wir ja jetzt kein Wasser mehr haben. Okay, hier ist noch Obsidian. Wer hat das denn gemacht? Ich denke mal, hier waren. Ja, hier waren wir schon irgendwie. Lol. Lol. Komm jetzt da wieder raus, wo wir schon waren. Geil. Freut mich natürlich. Ja, das bringt jetzt auch nicht. Weil theoretisch, man sagt ja, dass in Lava eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, Dias zu finden. Ja, Eisen ist hier schon mal, aber es bringt uns recht wenig. Höhe 12 ist auch wieder die perfekte Höhe. Hier müssten eigentlich mal Dias sein. Verstehe es nicht. Überraschend, dass wir gleich auf die Lava stoßen. Ah. Ein bisschen schade. Redstone noch. Aber so wenig EP gibt es gar nicht, ne? Ah. Geht eigentlich noch. Sogar die Hacke. Sogar die Hacke neigt sich langsam dem Ende. Boah, ich kann schon kaum reden. Das regt mich gerade so auf. Ich meine, wie kann man herausfinden, dass wir genau gerade hier sind? Ich glaube nicht, dass die meinen YouTube-Kanal kennen. Oh yes. Oh scheiße, ich habe den Helm weggeworfen, ich Idiot. Ja. Oh mein Gott, endlich. Dias. Sind einfach Dias. Oh, ich brauche den Scheiß nicht. Werfen doch. Nee, das brauche ich vielleicht noch. Dann brauche ich das nicht. Das brauche ich sonst nicht. Das nicht.
Das nicht. So. Okay, wir können abbauen. Die Jacke. Mehr nicht. Ah, da. 4 Dias, okay, nice. Könnten natürlich noch mehr sein, aber ich denke mal nicht. Dass noch welche sind. Ja, endlich. Können es wieder einen Tisch machen. Dann schnell nach oben, würde ich sagen. Und dort haben wir auch unsere Kiste, wo wir dann den ganzen Schrott reintun können. Ja, und irgendwann bräuchten wir dann natürlich auch nochmal wieder Essen, aber es geht erstmal klar. Ja, hier wieder. Ich glaube, hier waren wir nicht. Bin ich schon wieder falsch gelaufen. Hier müssen wir, glaube ich, ja, hier müssen wir entlang. Hier haben wir gegraben. Okay. Sehr gut. Dann können wir hier unser Wasser abholen. Hä? Es will nicht funktionieren. Gib mir doch etwas Wasser. Ah, so. Jetzt habe ich's. Jawohl. Okay, nice. Okay, dann wieder meinen schönen Weg entlang gehen, bis nach oben. Ich denke, das kennen wir schon, das Spiel. So, zack, zack. Und jetzt sind wir dann noch gleich oben. Ja, wir haben jetzt echt ein langes System gebaut, kann man schon sagen. Aber ist ganz nice. Da müssen wir jetzt hier auch noch dringend gleich weggehen. Erstmal hier den ganzen Schrott reintun. So, und jetzt machen wir uns den Scheiß wieder. Und ich bin wieder zu unfähig, das zu machen. Wieder googeln. So. Das dann. So. Zack. Zack. Hä? So ist es doch gezeigt. Ah, ich glaube, das wurde sogar noch falsch gezeigt in den Bildern. Ja, da muss noch ein Buch hin. Aber gut. Ich denke, ihr denkt vielleicht jetzt, dass ich so ein Vollhorst bin. Buh. Okay, dafür brauchen wir Zuckerrohr. Papier und Leder. So, ja, wir brauchen Zuckerrohr. Okay, das nehmen wir mit. Das müssen wir nochmal braten. Ich hoffe, es geht ganz schnell, dann lasse ich das mal hier alleine. Die Kiste ist eh unnötig, die kann hier ruhig stehen. Bleiben. Ja, wir brauchen jetzt Zuckerrohr, das ist mega problematisch hier. Wir müssen uns jetzt mega weit entfernen, weil hier Zuckerrohr zu finden geht gar nicht. Wir haben noch 10 Minuten. Also hier das zu finden ist alles schon abgefarmt. Wir müssen mal irgendwo hingehen, wo es noch Zuckerrohr gibt. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist oder schon unmöglich. Aber gut. Oh, diese nervigen Mini-Zombies, ne? Auf dem Weg können wir dann noch etwas Essen sammeln. Wir haben ja noch Essen. Dann mache ich mir nochmal einen Ofen, würde ich sagen. Dann ist das Ganze doch nicht so unnötig, wie ich eigentlich dachte. So, zack. Und danach entfernen wir uns dann, um Zuckerrohr zu farmen.
Das hat mich jetzt eine ganze Folge aufgehalten, diese Scheiße. Aber wir haben immerhin noch Dias. Also so ganz hat es mich jetzt auch nicht aufgehalten. Wenn wir dann irgendwann nochmal Dias finden, können wir uns schon wieder einen Teil machen. Und das war jetzt wirklich ein bisschen dumm, dass wir jetzt hier Schutz 1 gemacht haben. Aber ich werde eh nicht so hoch verzaubern können, weil ich dazu unfähig zu bin. Und ich denke, die anderen auch nicht, weil es wird jetzt bald schon das Finale ausgetragen. Ich hoffe nur, dass ich es irgendwie verschieben kann. Sonst muss ich vielleicht doch an meinem Geburtstag, aber höchstwahrscheinlich wird es auch nicht gehen. Es muss einfach irgendwann anders ausgetragen werden. Geht sonst gar nicht. Für mich zumindest. Ich hoffe es einfach mal. Ja, wir haben jetzt den Ofen gemacht. Und ich wollte schon gerade die Enderperle werfen. Dann das noch bitte braten. Ja, dafür kriegen wir auch immer EP. Das könnt ihr auch noch mal braten, aber 7, 6, ja, das wird schneller fertig sein, dann kann er das noch mal braten. Ja, zusammenkaufen können wir jetzt schon irgendwas Verzaubertes. Oder beziehungsweise halt reparieren, das ist schon mal ganz gut. Bloß halt nichts Neues mehr verzaubern. Da müssen wir noch etwas warten. Leider. Aber wir haben schon mal 26 Gold, beziehungsweise gleich 29. Ist auch schon mal, läuft eigentlich auch schon mal ganz gut. Wenn wir jetzt noch ein Teammate hätten, wäre das Ganze natürlich entspannter. Das ärgert mich jetzt gerade mit dem Scheißverzauberungstisch immer noch, aber es gibt halt nicht immer faire Leute. Ich meine, das haben die auch im echten Varo, hat Bunga auch den Verzauberungstisch geklaut, also das liegt jetzt nicht daran. Trotzdem finde ich es halt ein bisschen schade. Oder scheiße. Auch wenn ich es selbst, glaube ich, nicht anders gemacht hätte. Ja, ich denke, ihr wisst alle, was ich damit meine. So, dann noch eben das fertig braten. Die Werkbank nehme ich schon mal mit. So, das auch. Zack. So, da eben ganz kurz warten. Dann das Ganze auch mitnehmen. Noch zwei Stücke. Ja, Essen geht jetzt eigentlich noch. Aber mit 20 davon und 6 davon. Ja, geht eigentlich. So. Zack. Okay, mehr. Ja, den Rest behalte ich einfach mal. Ja, das kann auch noch weg. Aber notfalls so 8. Also ein paar Kabel möchte ich schon noch gerne haben, so 20. So. Für den Fall der Fälle. Ja, dann haben wir das schon mal. Okay. Und nehmen das mit und entfernen uns jetzt, um halt auf dem Weg Zuckerrohr zu finden und vielleicht eine neue Base irgendwo aufzustellen. Ich glaube, wir waren letztens, sind wir in diese Richtung gelaufen. Oder in die. Ich glaube, wir sind in die andere gelaufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal einfach mal in diese Richtung. Kann auch sein, dass wir jetzt hier direkt Zuckerrohr finden. Ich weiß es gar nicht, weil es sind jetzt, haben jetzt ja nicht so viel wie im echten Varo mitgemacht. Deswegen kann es sein, dass hier immer noch genug sind. Oder dass ich eine Truhe finde, wo die entsprechenden Sachen sind. Weil ich habe ja einmal die Truhe gefunden. Und hier ist schon ein Nether-Portal. Nice, wir könnten schon in den Nether. Wir haben halt keinen Verzauberungstisch. Aber man könnte halt schon in den Nether rein. Das ist schon mal ganz nice, dass wir das Ganze hinzugefügt haben. Das heißt, wir können jetzt extrem viel verzaubern, wenn wir halt noch scheiß Zuckerrohr finden. Dann könnten wir schon extrem viel verzaubern. Ich glaube, wir sind doch diesen Weg entlang gegangen. Aber hier hinten waren wir noch nicht. Oder wir waren hier schon mal, aber nur ganz kurz. Deswegen kann es sein, hier ist noch Lava. Die Kuh steht direkt neben der, läuft auf jeden Fall. Kürbisse ist jetzt auch nicht so nötig. Ah. Gut. Wir müssten eigentlich mal gucken, was hinter diesem Berg ist. Ich glaube, hier waren wir schon in der ersten Folge und wo wir diese Schlucht gefunden haben. Wenn es mich nicht täuscht. Aber wir können ja mal weiter als die Schlucht gehen, weil danach sind wir, glaube ich, wieder zurückgegangen und sind nie weiter als diese Schlucht war, glaube ich, gegangen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hoch.
Ich habe ja noch ein bisschen Zeit aufzunehmen. Ja, hier können wir noch durch die schöne Höhle gehen. Oder war das hier gar nicht mit der Schlucht? Aber da hinten ist auch schon die Border. Also, wir haben schon recht wenig. Ich habe das Gefühl, auf der Map ist kein einziges Zuckerrohr mehr vorhanden. Deswegen müssen wir versuchen, irgendeiner anderen Base irgendwas zu klauen. Hier sehe ich auch nichts mehr. Okay. Also ihr seht, die Base verkleinert sich, ach, die Base, die Welt verkleinert sich extrem oder war schon so extrem verkleinert. Ja gut. Ich würde am liebsten mich da hochbauen, aber es ging gegen die Regeln und das mache ich auch nicht. Sonst könnte ich halt hinter die Border gucken. Wäre theoretisch möglich. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Plugin mit der Border. Dann kann man es doch nicht machen und verreckt direkt. Deswegen, ich will es gar nicht jetzt ausprobieren. Zumal es auch gegen die Regeln ist. Und wie gesagt, das möchte ich dann auch nicht machen. Jetzt mit dem scheiß Verzauberungstisch. Wir brauchen jetzt suche wieder eine halbe Ewigkeit nach Zuckerrohr oder nach anderen Base. Oder nach einer anderen Base, um uns das Ganze zu klauen. Ja. Weil jetzt reicht's mir. Jetzt klaue ich auch mal andere Sachen. Wenn ich jetzt eine Truhe sehe, ich klaue einfach das Zuckerrohr daraus. Egal, wenn er jetzt Rüstung drin ist, die lasse ich denen dann vielleicht, weil sonst wäre es schon ein bisschen scheiße. Aber Zuckerrohr. Okay. Hier war anscheinend schon jemand. Zuckerrohr muss ich klauen. Oder beziehungsweise Zucker oder Bücher. Das ist jetzt mega riskant, aber ich mach's einfach. So. Okay, sehr gut. Dann, ja. Theoretisch ist es eigentlich schon ein ganz gutes Gear für den Kampf, aber mein Schwert ist halt noch nicht so das Beste im Gegensatz zu den anderen. Bräuchte theoretisch ein Buch oder mehrere Bücher, also wie gesagt, mehr Zuckerrohr halt, um dann, wie heißt es, um dann halt Bücher zu machen und dann hinterher Schärfe 3 oder 4 Buch, um dann halt mein Diaschwert S zu verzaubern. Dann, wenn wir das haben, Diaschwert mit Schärfe 3 oder 4 oder irgendwas, dann sind wir eigentlich schon so extrem im Vorteil. Das glaubt ihr gar nicht. Weil die anderen haben, wie gesagt, noch nicht so gutes Gear. Die kommen halt nicht so gut aus der Pötte wie jetzt beim echten Varo zum Beispiel. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Und hier ist nirgendwo Zuckerrohr. Wenn hier jetzt Zuckerrohr wäre, würde ich mich so freuen, ne? Ich meine, wir brauchen nur ein oder zwei Zuckerrohr. Das ist eigentlich echt nicht viel. Wenn jetzt hier, wie gesagt, ein oder zwei Ständen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es im Texture Pack übersehe, aber das kann kein Zuckerrohr sein. Ja, dann wäre ich schon so extrem happy. Wir sind jetzt direkt an der Border, können sich quasi schon schmecken, aber haben halt noch kein Zuckerrohr. Deswegen müsste ich mal versuchen, in die andere Seite zu laufen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir es übersehen haben, aber wir werden 30 Sekunden gekickt. Das heißt, wir entfernen uns nochmal ganz kurz von der Border. Sonst können wir auch nichts mehr machen. Wir könnten eigentlich noch unser Schwert reparieren, aber das schaffen wir nicht mehr. Werden wir schon sehen, wenn es wirklich vollkommen am Arsch ist. Dann entferne ich mich nochmal ganz kurz ein wenig von der Border. Und ja, dann werden wir auch gleich gekickt. Ich renne einfach so lange weiter, bis wir gekickt werden. Ja, oder ich bleib jetzt stehen. So. Und ja, dann war es das für diese Folge. War jetzt wieder lange. Ja, das wird wahrscheinlich immer so sein, dass ich 30 Minuten aufnehmen kann wegen dem Praktikum. Kann ich halt immer, nehme ich halt manchmal 12 Stunden am Stück, also 12 Stunden nicht auf, beziehungsweise ganz knapp 12 Stunden nicht auf. Und deswegen kann es halt sein, dass ich dann immer 30 Minuten zur Verfügung habe. Deswegen werden die Folgen halt so lang. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.